Sie haben eine so große Begabung, Gutes zu tun. Sie haben sich immer hervorgetan, aber nicht, weil sie auf Erfolg aus waren, sondern wegen ihrer Angst vor dem Scheitern. Das hat mich zu einem guten Arzt gemacht. Und es hat sie davor bewahrt, zu wahrer Größe zu gelangen. Was ist die Frage? Vielleicht ist die Frage, wo befindet sich unser Innerstes, unsere Seele da gerade? Während wir in Unruhe sind oder während wir nicht so beunruhigt sind. Vielleicht müssen wir darüber nachdenken. Abgelenkt, auf unsere wahre Größe zu schauen. Was ist unsere wahre Größe? Und was hat uns abgelenkt? Wir haben den Erfolg unserer wahren Größe nie bekommen. Zu sonderbar, zu merkwürdig. Podcast. Thema heute, Lösungsmodell. Die extremste Religion ist die christliche. Sogar die Juden, als sie den Erlöser erwarteten, konnten ihn dann, als gekommen, nicht ertragen. Der politische Stress in ihrem Umfeld verlagerte ihre Aufmerksamkeit auf ein äußerliches Lösungsmodell. Dass der Messias Jesus Christus, der Erlöser, vor 2000 Jahren tatsächlich auf Erden erschienen ist, befreit von Wissenschaft. Von der Wissenschaft, von den bewussten und unbewussten psychischen Vorgängen, vom Erleben und Verhalten des Menschen, befreit also von Konstrukten über Entwicklung und Erneuerung. Wenn ich ein Problem vor Augen habe, ja, dann möchte ich natürlich gerne, dass es gelöst wird, weil ich mir zuerst vorstelle, wenn ich es äußerlich löse, wird auch mein Innerstes wieder beruhigt. Ja, so denke ich aber aus dem Standpunkt des Beunruhigten, einer betrübten Seele. Aber ich meine, entdeckt zu haben, dass dies nicht der Weg ist, nicht mal der Ansatz stimmt, sich aufzumachen, um das Problem zu lösen. Sondern ich meine, entdeckt zu haben, dass man selbst erst einmal vom Problem gelöst sein muss, um es dann von außen zu betrachten. Arroganz und Angst hindern Sie noch immer daran, die einfachste und wichtigste Lektion von allen zu lernen. Die wäre? Dass es nicht um Sie geht. Zu sonderbar, zu merkwürdig.